nicht zu Ende sein. Das EU-Parlament wehrt sich dagegen. Die EU-Kommission ist dafür. Das Parlament ist demokratisch gewählt. ACTA ad ACTA! Zusammenzufassen, was hier zur Abstimmung kommt, ist dazu da, um die Nutzer zu kriminalisieren, um die Provider zu Blockwarten zu machen. Jede Stimme, die für das Abkommen ist, ist gegen unsere Bevölkerung. Wir sehen, dass viele aus meiner Generation, sind 40, relativ verständnislos reagiert haben. Überhaupt nicht wusste, was hier da tut. Denkt bitte an die Kreativität eurer Kinder, an das Leistungsvermögen eurer Kinder und an die Begrenzung, die durch ACTA gesetzt wird. ACTA ist aber eigentlich nur ein Puzzlestück und ein Symbol für etwas viel, viel Größeres. Man könnte hier eigentlich unzählige andere Verträge und Abkommen aufzählen, versuchen nämlich unsere Bürgerinnenrechte einzuschränken und einen Überwachungsstaat Schritt für Schritt einzuführen und zu implementieren. ACTA ist damit aber ein Schritt und ein Zeichen, weshalb wir uns hier versammelt haben. Aber ich glaube auch, dass wir mit den drei Demos, die wir veranstaltet haben, ein wichtiges Zeichen gesetzt haben. Das mag vielleicht irgendwann einmal im Papierkorb verschwinden und das ist gut so. Aber es liegen noch andere Abkommen irgendwo in einer Schublade. Und deshalb müssen wir mit unserem Unmut auf die Straße gehen. Als Werkzeuge dienen Militärbefugnisgesetz, Polizeibefugnisgesetz, Lauschangriff, Rasterfahndung, § 278, Vorratsdatenspeicherung, Interact, Sicherheitspolizei und vor allen Dingen die Bündelung dieser Gesetze und Verordnungen zielen einzig und allein auf die Entmündigung, Einschüchterung und Unterdrückung des Einzelnen im Gesamten ab. Der Unversehrtheit des Menschen, der Bewegungsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, dem Recht auf freie Meinungsäußerung. Nur damit kann eine freie, demokratische Gesellschaft sich entwickeln. Wo ist die? Es grenzt schon an Terror, wie hier die einzelne und ganze Bevölkerung dem Spitzelwesen, der Überwachung und sonstigen Beobachtungen ausgeliefert wird. Politiker unsere Verfassung geringschätzen und mittels EU-Vorgaben diese sogar auszuhebeln versuchen. Also bitte all ihr, die uns hier jetzt beobachten und bespitzeln, legt eure Schalter im Kopf um und schützt uns vor dem EU-Gesinnungsterror, uns allen der Verfassung gegen EU-Fiskalpakete. Denn Freiheit und unbeobachtetes Leben sind Grundlage einer Demokratie. Der Erfolg gegen ACTA, dass drei Komitees des EU-Parlaments sich vor ein bisschen mehr als einer Woche gegen ACTA ausgesprochen haben, vier höre ich da gerade, liegt nicht nur an den Demonstrationen auf der Straße, es liegt auch daran, dass so viele Leute wie noch nie in ganz Europa ihre Abgeordneten kontaktiert haben, ihnen E-Mails geschrieben haben, ihnen sie angerufen haben und sich gegen dieses Abkommen ausgesprochen haben. Das heißt, wir müssen weiterhin Druck ausüben, wir müssen weiterhin in Kontakt sein mit unseren Abgeordneten. Schreibt alle nochmal an die österreichischen EU-Abgeordneten,
Abgeordneten. Ich bin Jenny und ich bin 19 und ich bin gegen ACTA, weil es einfach gegen das wichtigste Grundrecht des Menschen verstößt, gegen unsere Meinungsfreiheit. Nicht nur mit einem Mausklick demonstrieren, sondern auch auf die Straße gehen. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Dass wir nicht nur gegen ACTA demonstrieren, sondern auch für Demokratie. War das 20. Jahrhundert das Jahrhundert, wo Wissen abgeschottet wird? Muss das 21. Jahrhundert das Jahrhundert werden, wo Zugang zu Wissen das Thema sein muss? Wenn ACTA in Kraft tritt, wird eben die freie Forschung in vielen Bereichen behindert. Ich will jetzt nicht hier die 50 Punkte vorlesen, wo schwerste juristische Bedenken gegen ACTA sind. ACTA ist ein Eingriff in unsere Grundrechte. ACTA ist die totale Überwachung durch die Hintertür. Meine Vorredner haben es schon gesagt, es hemmt den Fortschritt, es kriminalisiert uns potenziell alle. Dagegen müssen wir uns wehren. Drei Ausschüsse haben ACTA schon abgelehnt, ein vierter folgt. Die EU-Kommission will es trotzdem durchbringen. Zum Schluss will ich nur eins sagen, ob Regen oder Sonnenschein, ACTA darf nicht sein. Es geht um unsere Privatsphäre, es geht um unsere Freiheit. Freie Bildung, freie Menschen, freies Wissen. Es geht darum, dass Demokratie bekämpft wird durch diese Gesetzgebung. Diese Gesetzgebung, die im Interesse von großen Konzernen durchgezogen werden soll, gegen den Widerstand der Bevölkerung. Danke an jede Einzelne, an jeden Einzelnen hier dafür, dass ihr für eure und unsere alle Grundrechte einsteht. Ja? Weil gerade jetzt, wo Kapitalismus so in der Krise steckt, ja, suchen sie neue Profitquellen und sie versuchen, den Widerstand, der dieses System hinterfragt, zu kriminalisieren. Wir werden wieder auf die Straße gehen müssen und wir werden es tun. Denn über unsere Rechte können nur wir selbst am allerbesten bestimmen und wir dürfen uns keine geheim ausgehandelten Abkommen gefallen lassen. In diesem Sinne ist somit die Demo und die Kundgebung offiziell aufgelöst und beendet. Nur gemeinsam sind wir stark. Hätte was.